So, Alter, 3 Pages, geil. Common Treasure, auch sehr schön. Die Knochen nehme ich auch gerne mit. So, das Fleisch, dann hier Apprentice's Ring. Oh, 3 Emeralds, geil. Und hier noch Iron Horse Armor, sehr, sehr schön. Läuft. So, gut, da oben haben wir aus Versehen so eine Sprengplatte aufgerissen. Ich schmeiß mal den Sand eben weg. Ehrlich gesagt, den Marble werde ich jetzt auch, man glaubt es gar nicht, ich schmeiß den Marble weg. Weil wir haben vorerst genug davor, eher mache ich eine Marble-Tour, wir haben momentan aber ganz anderen Auftrag. Ich bleibe fokussiert. Boah, das ist mit dem Fleisch hier auch überall. So, Iron Ingot, Gold kommt dahin. Von diesen Netzen haben wir jetzt aber auch echt viele. Wenn wir dann noch unseren Rucksack finden irgendwann mal. Ah, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oha, die Ringe. Wir finden jetzt viel geileres Zeug, als wir vorher gefunden haben. Ist es noch hell draußen eigentlich? Nee, ne? Oder doch? Doch. Echt? Ja, theoretisch können wir auch bleiben. Theoretisch können wir auch bleiben. So. Komm, ich bleib noch so lange, da können wir hier noch ein bisschen pennen. Was ist das hier eigentlich, wenn ich jetzt da reingehe? Hier ist der Eingang, ne? Genau. Ach, das ist einfach nur der Turm. Okay, alles gut. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ich baue uns hier ganz kurz ein kleines Hütchen. Dann können wir hier schnell pennen. So, haben wir gerade schon wieder Sprengpulver? Ah, ne, Salz... Ah, der Salzpeter. Jetzt haben wir den Salzpeter bekommen. Ja, läuft gut. Schön. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Erde sammeln. Okay. Das Bett stelle ich hier hin und dann können wir hier wieder mit Sand zumachen. Ich sollte nicht mit Holz hier alles zubauen. Wir brauchen das ja noch ein bisschen. Hä? Ach, Sandstone. Okay. So, und schlafen. So. Okay. Ich bin bei den Wüsten jetzt echt übervorsichtig. Ich werde jetzt immer das Erdmännchen sein. So, hier. Ich frage mich, ob bei diesem Brunnen noch was war oder gehört er hier zu? Weil der Brunnen sieht ehrlich gesagt, ich weiß nicht, er könnte gut zum Tempel passen, der könnte aber auch einfach so, ich bin mir nicht sicher. Könnte was drunter sein, muss aber nicht. Nö, ist nichts drunter. Okay, alles gut. Ich dachte, ich gucke nochmal vorsichtshalber. So, komm, machen wir wieder zu. Sah eigentlich sehr schön aus. Ups, meine Nase juckt. Müssen wir nicht unbedingt zerrupft hinterlassen. So, die Frage ist nur, wir müssen hier irgendwo... War das noch diese Wüste, wo wir diesen Tempel gefunden haben? War das noch diese Wüste? Da drüben ist Familientreffen. Der Kaminscheite. Aua. Ich weiß es nicht mehr, ob es noch diese Wüste war oder vielleicht eine andere. Ich würde die Wüste ja gerne mal abklappern. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung, ehrlich gesagt. Weil wir sind ja in der Wüste öfter mal abgebogen, haben hier mal geguckt, da mal geguckt. Da drüben. Sollen wir den Pfeifenreinigern durch? Das weiß ich gar nicht. Also ich gucke erstmal diese Wüste ab, ne? Also das kann ja so schwer nicht sein. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Das wird dann mit Sicherheit... nicht so schlimm sein. So, hier werden übrigens, hier werden Zahnstocher hergestellt. Ja, ich hasse Treibsand. Hier werden Zahnstocher hergestellt. Liebe Kinder, so werden Zahnstocher hergestellt. Und das hier ist Kacke. So.
Au. Gut, hier sehe ich nichts. Da sind Katzen. Treiben sie in der Wüste rum, klar. Das sind die Katzen der alten Pharaonen. Ich glaube, die hatten sowas. Wir schauen mal ganz kurz hier ein bisschen weiter. Was ist das? Ah, ein großes Nichts. Das ist mein Lieblingsding. Ein großes, rundes Nichts. Da hinten sind Häuser. Ein NPC-Dorf. War es ein Dorf, in dem wir waren? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wenn die Kisten leer sind, dann waren wir da schon mal. Ja, und das stimmt. Es sind einfach viel zu wenig Schlangen hier. Auf dem Weg dorthin hatten wir ungefähr 30 Milliarden Schlangen. Das war mal in diesem Totental, ne? Wir hatten noch so ein Totental irgendwo gefunden. Boah, das Dorf... Wir waren hier noch gar nicht. Dieses Dorf ist mir, glaube ich, unbekannt. Aber auch hier alle wieder mit Fett pusten. Wow, wie groß, wie schön. Was für eine Metropole. Metropole, kennst du den? Das ist der eine Typ beim Metro 2033, der gerade Urlaub gemacht hat. Das ist der Metropole. So. Ich schau mal kurz in die Schmiede. Witzig. So, was haben wir denn hier? Au, nochmal Iron. Wie geil. Aloliv brauchen wir nicht. Die Dornen. Ich habe keine Ahnung, wo die Dornen da sind. Ich nehme die einfach mit, weil ich keine Ahnung habe, ob die irgendwas taugen. Ich will gar nicht wissen, was das war. Geh nicht mit. Blümchen pflückt man am schönsten mit, am liebsten mit dem Schwert. Kennt jeder zu Valentinstag. So, hier ist nichts. Okay. Ich suche natürlich wieder nach Glowstone. Und nach einem größeren Häuschen, das aussieht wie dieses hier. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Vor allem, die klappern hier den ganzen Tag nur mit den Türen. Was machen sie beruflich? Ich bin professioneller Türenklapper. Mehr machen die ja gar nicht. So, hier ist nichts. Mist. Na komm. Nehme ich mit aus Prinzip, weil wir sie gesammelt haben. Wir waren... Nee, wir waren hier eh noch nicht. Okay, ich wollte gerade gucken, ob wir da vielleicht waren. Eine Bücherei haben wir hier auch nicht. Also Bücher kann ich auch nicht mitnehmen. Da geht's raus in den Garten. Was ist das hier? Also mit dem Hausdesign hat sich, glaube ich, niemand übertroffen, so wirklich. Ich frage mich, wie lange die bei Mojang daran gebaut haben, dass dann diese wunderschönen Häuser hier eingebaut wurden. Ich weiß, sie sind natürlich sehr dynamisch und lalala, aber... Also beim Interieur hat man ja echt noch... Also da geht noch einiges. Da haben wir ja nichts. Wir haben gar nichts hier. Schön. Alter. Alter. Die will man doch alle nur klatschen, oder? Die wollen doch alle klatschen. Gut. Ich gehe nochmal. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Das haben wir festgestellt. Dann schauen wir mal. Ja, wir schauen mal ein bisschen weiter rum. Also irgendwo, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es diese Wüste war. Wenn es diese Wüste nicht war, wir werden es erfahren. Dann war es wohl eine andere. Ich glaube nicht, dass wir hier hinten waren. Ich glaube, ich gehe hier in eine falsche Richtung, aber ich will trotzdem mal gucken, was da ist, wo wir da hinkommen. Zurückgehen können wir immer noch. So. Was passiert eigentlich, wenn man bei so einem Dorf alle Türen abbaut? Sind die NPCs dann auch weg? Weil wenn man Türen hinbaut, also Häuser mit Türen, dann spawnen ja neue. Aber was passiert, wenn man die Türen abbaut? Die spawnen die dann auch? Also sind die dann alle komplett weg? Würde mich mal interessieren. Au. Fett reingesprungen. Ah, sehr gut. Hier wird Glas erstellt. Und hier drüben, ich glaube, das ist die falsche Ecke. Ich glaube, hier waren wir nicht. Nein, ich habe gerade nicht auf den Monitor geguckt. Mann. Habe natürlich gerade wieder in den Chat geschaut und dann laufe ich in die Pampe. Das ist nicht so gut. So, was ist das?
Crimson, es ist das Boot. Da sind die Crimson Knights. Alles klar. So weit ab vom Weg war das. Okay, wir waren also echt falsch hier, wo wir gerade waren, oder? Da müssten die Crimson Knights eigentlich sein. Wenn die noch da sind, können ja auch despawned haben oder vielleicht haben die ja frei heute. Crimson Knights. Das ist das Boot. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Und ich dachte, wir wären falsch. Ich greife die nicht an. Ich bin ja nicht blöd. Wir haben jetzt ja noch weniger Ausrüstung als letztes Mal. Nice. Okay. Ich umschiffe die mal großzügig. Und da drüben ist das Dorf. Da drüben ist das Dorf, bei dem wir nämlich dann waren. Alles claro, Fittimo. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir finden das. Ja, wir finden das. Wir finden das. Ja, wir finden das. Wir werden ein neues Problem haben, Freunde. Ich habe jetzt nämlich so viel Krempel mitgenommen. Also hier alleine schon. Dass wir Schwierigkeiten haben werden, alles mitzunehmen. Fürchte ich. Ich habe da ganz große Bedenken, dass wir alles, ja, wir werden vieles wegschmeißen müssen. Ich werde mir die Rippen aus dem Körper brechen, damit ich noch irgendwie ein bisschen Platz habe. Hier ist ja auch schön. Komm. Normalerweise will ich die immer unangetastet lassen, aber... Ach, was soll's. So, weißt du was? In die Bücherei kommt komischerweise kein einziger NPC. So. So, jetzt erstmal. Puh, wenn wir schon mal da sind, dann erstmal was Leckeres essen. Cheesy. Ein guter Cheesy geht rein. So. Drei Pages haben wir gefunden. Sehr, sehr geil. Ich kann noch nicht schlafen, ne? Nee, 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 nee. Ist noch nicht Nacht. Aber es wird langsam. Hallo? Was war das? Hallo? So, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Die Schmiede müssten wir abgeräumt haben, ne? Mal kurz gucken. Haben wir abgeräumt. Sehr schön. Hier kommt keine Sau in die Bibliothek. In die Bibliothek, okay. Das ist natürlich schön zu überwinden. Nur einer kommt nachts rein. Und lacht schelmisch. Ich weiß gar nicht warum. Der stand die ganze Nacht in dem Bett. Das ist ein bisschen creepy. Ach, hier haben wir das Ding mitgenommen. Komm, die Bücher lasse ich mal hier. Das sieht schöner aus. Ich lasse die Bücher einfach mal hier. Damit wir nicht das ganze Dorf abluten. So, die Frage ist, wo bin ich dann gegangen? Aus diesem Dorf hier heraus? Wohin bin ich gegangen? Ich würde fast vermuten nach Osten. Wobei, wir sind in der Wüste geblieben, oder? Sind wir in der Wüste geblieben? Weil hier hört die Wüste ja offenbar auf. Oder bin ich dann wieder zurückgegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Das Dorf. Das Dorf trage ich mal gerade eben hier im Atlas wieder ein. Warte. Wo sind wir denn? Da ist ein Village, da ist ein Village. Das Dorf trage ich mal ganz kurz im Atlas ein. Letztes Dorf, vor der Abfahrt. Also so. Und hier waren wir die ganze Zeit immer nach Osten unterwegs. Okay. Vielleicht nach Norden weiter? Was ist das? Achso, ein Busch.
Das müsste Norden sein. Aber da war es ja auch nicht. Also ich bin zu irgendeinem Tempel gegangen. Ich bin in der Nähe eines Tempels gestorben. Der Tempel war in der Wüste. Ich weiß nur nicht genau... Der komische Eisplatz. Jetzt bin ich wirklich nur... Okay, doch, ist schon ein bisschen weiter. Wenn ich hier zurückgehe, von da komme ich. Das kann es also nicht sein. Pass auf, wir haben das Dorf markiert. Ich gehe einfach mal in diese Richtung. Wir gehen mal nach Norden. Nur mal gucken, was da ist. Wenn es da nicht ist, gehen wir wieder zurück. Ich weiß, wir sind auf jeden Fall in der Wüste gestorben. Bei einem Tempel. Ich weiß aber nicht mehr, ob es diese Wüste hier war. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir da jetzt in den Wald gegangen sind. Da ist noch mehr Wüste, okay. Da geht die Wüste weiter, also das wäre schon mal ein guter Hinweis. Oh, voll schön. Das würde ich gerne tamen. Geht leider nicht. Wir haben zwar ein paar Äpfel, aber die werden wohl nicht reichen. Tempel. Oder? Nee, schon wieder ein NPC-Dorf. Willst du mich verarschen? Wie viele Dörfer gibt es denn hier? Okay, hier ist auf jeden Fall eine Wüste, aber die Frage ist natürlich, ist das hier die richtige Wüste? Ich muss jetzt auch nicht jedes Dorf abluten, aber eigentlich schon. Au, au, war klar. Hier ist es relativ tot, kann also sein, dass ich hier war. Sag mal, ist das das Dorf, wo wir gerade eben waren? Nee, ne? Da ist das Dorf, wo wir gerade eben waren. Oder? Nee, das war das, oder? Nee, das war doch das Dorf, wo wir gerade eben waren. Verdammt. Also nach Osten. Das war es auf jeden Fall nicht. Das war es auch nicht. Das war es alles nicht. Boah, ach du Scheiße. Nein, Mann. Ich habe nichts gegen Wüsten, aber dieser übertriebene Treibsand überall, dass es hier überall so zwischendurch diese Flecken von Treibsand gibt. Ja, die haben ja letzten Endes auch dazu geführt, dass wir diese Reise hier gerade unternehmen. Ich hasse Treibsand. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Also, ich finde, dass das Schlimmste bei Minecraft ist das Schlimmste einmal dieser Treibsand. Das ist das Schlimmste von allem. Alles andere ist okay, aber dieser Treibsand, den hasse ich. So, ich suche Tempel. Irgendwo in der Nähe muss der sein. Irgendwo in dieser Wüste... muss dieser Tempel sein. Halt. Wir finden ihn schon noch. So. Das sieht auch sehr gut aus. Ich weiß aber nicht, da kann sein, dass wir an dem schon vorbeigekommen sind. Ich erinnere mich aber an den. Wobei, ehrlich gesagt, die sehen auch immer zum Glück nicht gleich aus. Ich versuche mich gerade zu erinnern, einfach.
Ich würde gerne sagen, ich mache das gerade nach Instinkt, aber ehrlich gesagt traue ich mich das gar nicht, weil bei Minecraft sieht einfach alles so komplett gleich aus. Da ist die NPC-Stadt. Da ist eine Katze. Das ist der Tempel, wo wir vorhin waren. Das ist genau der Tempel, wo wir vorhin waren. Der ist es nicht. Hier ist wieder Treibsand. Also das ist der Tempel mit dem Brunnen. Also habt ihr gerade gesehen, ne? Ist der Tempel, der Tempel, Alter. Das ist der Tempel mit dem Brunnen. Der war es nicht, leider. Aua. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Tempel nebeneinander sind? Hier sind noch Blümchen. Wir gehen mal in Richtung des Tempels, aber das ist der, wo wir gerade eben waren. Theoretisch kann man da nochmal pennen und da weitersuchen. Aber, ja, Mann. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie in der Nähe sein muss, aber andererseits will ich überhaupt nicht, ich will nicht das Risiko eingehen, dass wir vielleicht deswegen uns jetzt die ganze Zeit nur hier im Kreis laufen, wie damals in einer Hühnerhöhle. Dass ich dann hier die ganze Zeit nur im Kreis laufe und dann irgendwie tatsächlich nicht wirklich was finde, weil ich denke, es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Es, ne, alles sagt mir, alles schreit in mir, dass sie in der Nähe war. Da könnte es auch gewesen sein. Ich weiß, es ging in Richtung Wald irgendwo. So, wie spät ist es denn? Oh, guck mal da. Da haben wir gebaut. Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Wir pennen nochmal ganz kurz hier. Warum auch nicht? Wir haben hier den Unterschlupf gebaut. Den super Unterschlupf. Mega gebaut. Mega Bau-Action. Wow, much Bau. Und wenn wir schon mal da sind, ich probiere nochmal ganz kurz irgendwas anderes. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben 8 Burlap. Ich hoffe, es klappt. Ich weiß es nicht genau. Sehr gut. Es hat perfekt hingehauen. Perfekt hingehauen. Jetzt haben wir noch schnell einen Rucksack gemacht. Da können wir noch mal ganz kurz alles mögliche in Krempel reinwerfen. Zack, 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 zack. Die Bücher kommen hier rein. 42. Das Horse Armor kommt auch da rein und dann müsste das Ding hier voll sein. Okay. Der Rucksack auf dem Rücken ist also voll. Das heißt, er ist voll, also folgendermaßen. Jetzt tue ich mal den hier nach oben auf dem Rücken. Wobei, ach nee. In dem anderen haben wir ja Essen und so drin, ne? Vergiss es. Ich lasse mal den auf dem Rücken. Ich tue mal den hier hin. So, das Boot können wir hier irgendwo hinmachen. So. Gut. Ich will nur, dass hier nichts spawnt. Hinter uns. Ich hoffe, das ist genug. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich ist es nicht genug. Beim Dorf gucken sollen. Wir hätten beim Dorf gucken sollen, weil irgendwo da sind Zombies und Spinnen und lalala, das ist alles ganz großartig. Kein Leitstrahl. Eigentlich müsste vom Grab aus ja ein großer, fetter Leitstrahl nach oben in den Himmel schießen, aber leider
Sehe ich hier momentan noch nichts. Ne. Okay, ich geh pennen. So, hier drin ist schön ausgeleuchtet. Gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich jetzt genau hier nicht. Okay. Sand, Bettchen, schlafen. So. Boah, Alter. Das ist eine Reise. Alter Schwede. Das ist echt, also ernsthaft, das ist ein Abenteuer. Ich mag das. Es gefällt mir tatsächlich irgendwie. Ich finde das eine Herausforderung und ein bisschen Abenteuer. Für viele vielleicht zu langweilig oder vielleicht nicht. Was ist? Das ist ein Skelett mit Hut. Hallo? Wo ist denn das Skelett mit Hut? Wir sind natürlich noch nicht safe. Also größtenteils schon. Es spawnt nichts mehr nach. Die Spinnen müssten doch eigentlich friedlich sein jetzt bei Tage, oder? Guten Tag. So. Sind wir hier durchgegangen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Hier ist der Kackesee. Also ein Kackesee. Sind wir hier durchgegangen? Ernsthaft? Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals hier irgendwie durchgelatscht sind. Ich glaube nicht, dass wir da durchgegangen sind. Ich glaube es einfach nicht. Ich mach das jetzt mal. Ich mach das einfach mal, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube es nicht. Huch. Der ist ja fett am Rödeln. Also ich... Ja, Schnauze. Ich glaube, der stellt da hinten wieder irgendwelche Biome. Ich glaube... Wir sind doch hier nicht durch. So, pass auf, ich mach mal Folgendes. Ich biege hier mal scharf rechts ab gerade. Da hinten fliegen noch ein paar Bäume in der Luft. Ein paar Gruts. Gott zum Gruze. Wenn es hier ruckelt, es liegt natürlich immer daran, bei den großen Bäumen ist das immer ganz furchtbar. Und hier, die sind zum Glück gar nicht groß. Die sind ja sehr, sehr klein. Ja, hier befühle ich mich wieder zu Hause. Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, habe ich auch vor einigen Folgen gesagt, ich hätte ehrlich gesagt nicht mal damit gerechnet, dass wir überhaupt irgendwelche Sachen wiederfinden, wie den Eispalast oder das eine Dörfchen oder auch die Crimson Knights. Hätte ich nie gedacht, dass wir das überhaupt wiederfinden. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich kann jetzt nicht aufgeben und wir haben eigentlich, auch den richtigen Grund gewählt. So. Wir haben jetzt das erste Mal einen richtigen Grund, auf eine Reise zu gehen. Na gut, wir sind ja vorher auf die Clay-Reise gegangen. Das heißt, ich muss ja eh wegen dem Clay alleine schon, muss ich natürlich meine Leiche finden, damit ich den Clay nach Hause bringe. Das war der Grund der Reise. Boah, Alter, was ist denn hier los? Hallo? Das ist furchtbar hier, ich muss hier raus. Wir waren definitiv nicht hier. Entschuldigung, wir waren wirklich, wirklich nicht hier. Aber ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Was macht ihr denn hier gerade? 5 FPS, go! Den Marmor hätte ich mitgenommen, über die kleinen Bäume hätte ich mich lustig gemacht. Ich würde mich dran erinnern. Ich würde sagen, die kleinen Bäume, hätte ich wahrscheinlich gesagt, die kleinen Bäume fahren wahrscheinlich sehr große Autos. Und tragen dicke Uhren. Und gehen regelmäßig ins Fitnesscenter. Was ist das?